Eldorado International Airport in Bogota, Kolumbien. Sicherheitsbedrohungen. Illegale Einwanderung. Und Schmuggel. Diese Probleme gibt es an jedem Flughafen. Doch hier in verschärfter Form. Eldorado ist der größte Flughafen Kolumbiens und einer der verkehrsreichsten in ganz Lateinamerika. Die Flughafenbehörden kämpfen gegen den berüchtigsten Exportschlager Kolumbiens. Kokain. Kokain. Die Schmuggler lassen nichts unversucht. Und wenn ich Ihnen sage, es wurde in Mexiko gekauft? Alle 7 Minuten startet ein Flugzeug. Der Kampf gegen die Kriminalität ist auch ein Kampf gegen die Zeit. Geflogen wird rund um die Uhr, Tag für Tag. Der Flugbetrieb ruht nie. Und die Polizei ist unermüdlich im Einsatz. Hundert Mitarbeiter patrouillieren auf dem Gelände des Airports. Ein neuer Tag, eine neue Schicht. Ihre Aufgabe? Die Sicherheit der über 70.000 Passagiere gewährleisten, die in den nächsten 24 Stunden die Terminals passieren und den damit verbundenen Fluss an Schmuggelware stoppen. Ein Flug nach Mexiko wird für den Start vorbereitet. Den Polizisten bleiben nur noch wenige Minuten, um die Gepäckkontrolle im Durchsuchungsraum abzuschließen. Es sind nur noch die Gepäckstücke der letzten beiden Passagiere übrig. Sie gehören einer jungen Frau und ihrer Stiefmutter. Die erste Passagierin, die Stieftochter, wurde gefragt, ob der Koffer ihr gehört. Sie sagte ja. Ist das ihr Koffer? Ja. Ein Drogenspürhund nähert sich dem Koffer und schlägt sofort auf Rauschmittel an. Sie wirkte verzweifelt. Als wir den Koffer untersuchen wollten, sagte sie plötzlich, es sei nicht ihre. Ist das Ihr Koffer? Nein, das ist mein Koffer. Und dieser? Mit dem habe ich nichts zu tun. Sie können ihn gerne durchsuchen. Aber er wurde auf Ihren Namen eingecheckt. Geben Sie mir bitte das Ticket. Das hier erhalten Sie, wenn Sie Ihr Gepäck einchecken. Und mit dieser Nummer kann Ihr Gepäckstück identifiziert werden, verstehen Sie? Ja, also? Aber das ist mein einziger Koffer. Ja, Sie haben aber diesen eingecheckt. Hier ist der Gepäckschein. Sie haben gerade noch gesagt, dass es Ihr Koffer ist. Welcher Koffer? Sie haben nach diesem gefragt. Die Nummer stimmte mit Ihrem Gepäckschein überein. Es musste Ihr Koffer sein. Sie stritt es ab und wirkte nun etwas aufgebracht. Vergleichen wir die Nummern. 719534. 719534. Bitte öffnen Sie den Koffer. Wie denn? Ich habe ja keinen Schlüssel dafür. Sie hat keinen Schlüssel. Sehen Sie in meinen Taschen nach. Ich habe keinen. Sie behauptet, den Koffer nicht zu kennen und ihn nicht öffnen zu können. Das erscheint den Polizisten nur noch verdächtiger. Erlauben Sie uns, das Schloss aufzubrechen? An den 10 Sicherheitsschleusen des Airports ist rund um die Uhr Betrieb. Guten Morgen, Ihren Ausweis bitte. Natürlich. Grund für die Reise? Ich lebe in Panama. Okay.
Jeder Passagier wird befragt. Und etwa jeder 20. wird in den Bodyscan-Raum geführt. Dank Röntgentechnologie können Bodyscanner verdächtige Objekte im menschlichen Körper aufspüren. Seit 2008 sind sie an den größten Flughäfen der Welt in Betrieb. Dies ist eine Dienststelle der Nationalpolizei. Das Gerät zeigt, ob sie körperfremde Objekte in sich tragen. Einatmen und halten. Bitte Schuhe ausziehen. Sie auch. Nächster. Die Polizisten haben einen jungen Mann im Visier, der nach Mexiko reist. Er ist uns bei der Leibesvisitation aufgefallen. Das ist hier am Flughafen der erste Sicherheitscheck, dem alle unterzogen werden, die ins Ausland reisen. Er zeigte ein paar Auffälligkeiten, also schicken wir ihn für eine genauere Untersuchung in den Bodyscan-Raum. Wie man auf den Bildern sieht, zeigten sich im Bodyscanner Formen, die offensichtlich nicht zum menschlichen Organismus gehören. Er zeigte körperliche Auffälligkeiten, sowohl äußerlich als auch innerlich. Der Passagier hat verdächtige Substanzen im Inneren seines Bauchraums. Und es scheint, als wären an seinem Körper weitere Objekte befestigt. Ich fuhr mit der Leibesvisitation fort und fand eine angeklebte Windel. Beim Entfernen kamen ein paar Kapseln zum Vorschein. Hier sieht man gleich zwei Methoden. Die Person hat zunächst Kapseln mit Kokain zu sich genommen. Den Rest hat sie einfach am Körper befestigt. Wir machen jetzt einen Test. Wenn sich diese Substanz mit Ihrem Pulver verbindet, können wir feststellen, um was es sich dabei genau handelt. Blau, positiv, Kokain. Kokain. Die Drogenfahnder untersuchen den Koffer einer jungen Frau. Da sie abstreitet, die Besitzerin zu sein, brechen die Polizisten das Schloss auf. Wir fanden einige Jacken und darin mehrere Blöcke. Aufgrund des Aussehens und unserer Erfahrung schlossen wir auf Kokain. Ich war überrascht, weil es gar so offensichtlich war. Es gab keinen doppelten Boden und die Drogen waren nicht einmal gut verdeckt. Man konnte sie leicht finden. Wir durchstechen die Jacke, um zu sehen, was darin ist. Ein weißes Pulver. In diesem Moment wurde ihr klar, dass wir den wahren Inhalt des Koffers gefunden hatten. Da wurde sie ohnmächtig und fiel zu Boden. Sanitäter! Ich schicke euch sofort jemanden vorbei. Die Frau ist ohnmächtig. Und nicht ansprechbar. Patientin ist bewusstlos und reagiert nicht auf Riechsalz. Verstanden.
Schicken Sie einen Krankenwagen. Am Eldorado International Airport werden dank der Bodyscan-Technologie jeden Monat etwa 10 Menschen gefasst, die versuchen, in ihrem Körper Drogen zu schmuggeln. Die Polizisten haben gerade einen jungen Mann festgenommen, der Kokainkapseln geschluckt und 44 weitere Kapseln in einer Windel versteckt hat. Wir haben bis jetzt 44 Kapseln gefunden. Sie sind verhaftet. Bitte setzen Sie sich. Wir fragten ihn, wie viele er geschluckt hatte und wiesen ihn darauf hin, dass er nun anfangen müsse, sie auszuscheiden. Wann haben Sie sie geschluckt? Heute Nachmittag. Heute Nachmittag. Können Sie sie jetzt schon ausscheiden? Sollten die Kapseln in Ihrem Körper platzen, ist Ihr Leben in Gefahr. Tun Sie nicht. Bitte? Tun Sie nicht. Aber es ist riskant. Je früher Sie sie loswerden, desto besser. Ich will ins Krankenhaus. Okay. Eine geplatzte Kapsel würde zu einer starken Rauschgiftüberdosis führen. Bei Kokain könnte dies zu einem Schlaganfall oder plötzlichem Tod führen. Füllen wir alles in die Tüte. Diese Menge an Rauschgift auszuscheiden kann zwischen 12 Stunden und 5 Tagen dauern. Das ist ganz unterschiedlich. Das Ziel des Passagiers ist nun nicht mehr Mexiko, sondern das nächstgelegene Krankenhaus. Allein aufgrund der 44 Kokainkapseln in seiner Windel muss er mit etwa 8 Jahren Haft rechnen. Doch nicht nur Drogen stehen auf der roten Liste. Aus Sicherheitsgründen dürfen auch bestimmte Alltagsgegenstände nicht im Handgepäck mitgeführt werden. Diese Gegenstände werden beschlagnahmt und in einem Lager verwahrt. Am Eldorado Airport häufen sich monatlich über 1200 Kilo Scheren, Messer, Feuerzeuge, Cremes, alkoholische Getränke und andere gefährliche Objekte an. Im Durchsuchungsraum ist eine Frau plötzlich in Ohnmacht gefallen. Sie ist noch immer bewusstlos. Sie hat einen Puls, aber sie reagiert nicht. Alles deutet darauf hin, dass der Koffer Kokain enthält. Das passiert häufig. Wenn sie merken, dass es keinen Ausweg gibt, fallen sie um oder täuschen vor, krank zu sein. Sie denken, dass sie uns damit ablenken und verhindern können, dass wir die Drogen finden, die sie ins Ausland schmuggeln wollten. Wie heißt sie? Sie zeigt Lebenszeichen. Ganz ruhig. Gebt ihr etwas Sauerstoff. Die Polizei untersucht, ob es sich bei den Päckchen, die die Frau nach Mexiko schmuggeln wollte, um Kokain handelt. Blicken Sie bitte dorthin. Es geht weiter. Wir werden jetzt einen Kokaintest machen. Blau. Positiv für Kokain. Sie sind verhaftet wegen des Verstoßes gegen das Gesetz zur Handel, Herstellung und Besitz von Betäubungsmitteln. Nun muss noch der andere Koffer kontrolliert werden. Ich habe diese Tasche mitgenommen. Den Koffer habe ich ihr zum Einchecken gegeben. Wem? Ihr. Aber Sie kennen sich. Natürlich. Woher? Ich bin die Frau Ihres Vaters, aber nicht Ihre Mutter.
Wir gehen nach diesen Daten. Ja, ich verstehe. Bitte öffnen. Das geht nicht. Es ist nicht mein Koffer. Dürfen wir? Ja, aber es ist nicht meiner. Interessanterweise versuchte sie sofort, ihre Stieftochter zu beschuldigen, als wir das Rauschgift entdeckten. Sie behauptete, dass diese dahinter stecke und sie selbst nichts davon wisse. Geben Sie uns die Erlaubnis, nun Ihr Gepäck zu durchsuchen. Wie gesagt, ich erlaube es, aber es gehört nicht mir. Das ist mein erster Flug. Ich reise mit ihr. Es läuft auf ihren Namen und es wird untersucht. Das ist eine Standardprozedur. Der Koffer der Stiefmutter hatte in etwa das gleiche Gewicht. Es war offensichtlich ihr Gepäckstück. Sie stritt es ab, weil sie wusste, was passieren würde, wenn herauskam, dass Kokain in ihrem Koffer war. Soeben ist ein Flugzeug mit über 200 Passagieren aus den USA gelandet. Nun wird mit der Passkontrolle begonnen. Machen Sie hier Urlaub? Ja. Für einen von Ihnen wird die Situation jedoch kompliziert. Ich bin in Kuba geboren, lebe aber seit 2007 in den USA. Ich habe am Flughafen so ein Heftchen bekommen. Darin stand, dass der US-amerikanische Wohnsitz genügt, um nach Kolumbien einzureisen. Diese Informationen haben Sie wahrscheinlich von der Airline bekommen. Wir können ihn nicht einreisen lassen, da er ein kubanischer Staatsbürger ist. Und gemäß der Bestimmungen des Außenministeriums benötigen Kubaner ein Visum für Kolumbien. Er hat nur seine Green Card bei sich, weil ihn die Airline damit an Bord ließ. Aber mit der Green Card allein dürfen wir ihn nicht einreisen lassen. Sie benötigen ein Visum, um nach Kolumbien zu reisen. Deswegen müssen wir ein Verfahren zur Einreiseverweigerung einleiten und sie leider wieder zurückschicken. Der Passagier wurde in den USA offenbar falsch über die kolumbianischen Einreisebestimmungen für Kubaner informiert. Kann ich etwas tun? Nein. So ein Mist. Ich verstehe Sie. Nein, alles ist weg. Mein Geld, mein Urlaub. Die Situation ist für den kubanischen Passagier sehr frustrierend. Ich habe alles versucht. Meine Zeit, mein Geld. Ich habe extra Urlaub genommen und jetzt das. Ich habe eine Woche im Jahr und die ist weg. Eine Woche verpufft. El Dorado ist einer der drei verkehrsreichsten Flughäfen Lateinamerikas. Stunde um Stunde strömen tausende Menschen verschiedener Nationalitäten, Ethnien und Religionen durch die Gates. Sowohl unbekannte Passagiere als auch wahre Berühmtheiten, wie der kolumbianische Popstar Carlos Vives. Es ist so ein toller Flughafen, weil wir Kolumbianer einfach liebenswert sind. Ciao, ich muss los. Im Durchsuchungsraum haben die Drogenfahnder bereits eine beträchtliche Menge Kokain gefunden. Doch ein Gepäckstück muss noch kontrolliert werden. Es ist nicht meins. Es läuft auf Ihren Namen und es wird untersucht. Als wir den Koffer öffneten, fanden wir einen ähnlichen Inhalt wie im Gepäck der Stieftochter. Zwei Jacken, in die Päckchen voll mit Kokain eingenäht waren. Wir werden eine Probe nehmen. Die Reisende behauptet, nicht die Besitzerin des Koffers zu sein. Genau wie zuvor ihre Stieftochter. Doch es liegen genügend Indizien vor, um einen chemischen Drogentest zu machen.
Weißes Pulver. Blau. Positiv Kokain. Sie sind verhaftet wegen Drogenhandels. Sie haben das Recht auf einen Anwalt und einen Anruf. Es wurden insgesamt 32 Päckchen Kokain beschlagnahmt. Jeweils 1 Kilogramm schwer. Fertig? Wie fühlen Sie sich? Schlecht. Weshalb? Meine Ohren. Ich kann nicht atmen. Die beiden Frauen wurden beim Schmuggeln von 32 Kilogramm Kokain festgenommen. Wenn sie schuldig gesprochen werden, könnte sie eine Haftstrafe von 10 bis 30 Jahren erwarten. In der Passkontrollstelle ist die Stimmung angespannt. Nein, alles ist weg. Mein Geld, mein Urlaub. Einem Kubaner mit Wohnsitz in den USA wird die Einreise verweigert, weil er ohne Visum in Kolumbien gelandet ist. Es ist zum Verzweifeln. Ich fühle mich... Ich verstehe. Total verloren. Kann ich irgendwas tun? Nein. Es gibt keine Lösung. Die Gesetze sind streng. Das Flugzeug, das ihn zurück in die USA bringen soll, ist gleich startbereit. Wenn ich das unterschreibe, sieht es aus, als hätte ich einfach keine Lust gehabt, ein Visum zu beantragen. Das ist eine Formalität. Ich kann es nicht ändern. Diese Einreiseverweigerung wird keine Strafe nach sich ziehen. Sie kommen nicht rein, egal ob Sie unterschreiben. So ist das Gesetz. Und das wird man nicht von heute auf morgen ändern können. Eine große Szene zu machen, bringt da überhaupt nichts. Wo unterschreibe ich? Hier. Hier ist sein Pass. Jedes Jahr wird etwa 1000 Passagieren die Einreise nach Kolumbien verweigert, da ihnen die nötigen Papiere fehlen. Setzen Sie sich. Im Bodyscan-Raum befragen die Drogenfahnder einen weiteren verdächtigen Passagier, der nach Mexiko reist. Wann haben Sie Ihren Pass geholt? Dienstag. Und das Ticket? Samstag. Zum ersten Mal ins Ausland? Ja. Ihr Beruf? Freiberuflich. Ja, aber die Tätigkeit, was machen Sie? Verkäufer auf der Straße. Ich dachte Fabrikarbeiter. Ja, ja. Von Anfang an waren die Antworten, die er spontan gab, in sich nicht schlüssig. Das veranlasste uns dazu, ein Kontrollverfahren einzuleiten. Bitte öffnen Sie Ihr Handgepäck. Wo wurde das Ticket gekauft? Ehrlich gesagt, ich weiß es nicht. Nein? Und wenn ich Ihnen sage, es wurde in Mexiko gekauft? Ich weiß es nicht. Ein Verwandter hat es gekauft, ja? Wo? Haben Sie Verwandtschaft in Mexiko? Nein. Nein? Es ist aber aus Mexiko. All diese Aussagen, die er während der Befragung machte, gaben uns wichtige Hinweise. Wir erkannten, dass er sehr gut in das Raster eines Drogenkuriers passte. Noch einen Test. Sie werden gescannt, um sicherzugehen, dass Sie keine fremdartigen Objekte in oder an sich tragen. Unterschreiben Sie hier. Das Gepäck des Passagiers ist in Ordnung.
Doch erst durch den Bodyscanner können die Drogenfahnder sicher gehen, dass er tatsächlich keine illegalen Substanzen mit sich führt. Der Eldorado Airport zählt jährlich etwa 27 Millionen Passagiere. Doch nicht alle von ihnen sind Menschen. Ich reise von Florida nach Kolumbien. Es wurde ärztlich verordnet, dass ich den Hund bei mir haben muss. Ich bekomme manchmal Krampfanfälle und sie zeigt mir an, wenn einer bevorsteht. Sie bellt dann auf eine bestimmte Weise und ich kann die nötigen Maßnahmen ergreifen, um den Anfall abzuwenden. Deswegen muss sie auch im Flugzeug bei mir sein. Das hier ist die Diensthundemarke. Alle sagen, wie süß und hübsch sie ist. Mir sagt es natürlich keiner. Tja, so ist das. Im Bodyscan-Raum wird ein junger Mann untersucht, der nach Mexiko fliegen möchte. Der Scanner sendet mit hoher Geschwindigkeit eng gebündelte, schwache Röntgenstrahlen aus und erstellt so in unter 5 Sekunden ein digitales Bild. Darauf ist eine deutliche Auffälligkeit im Bauchraum des Passagiers zu erkennen. Wir haben Objekte in seinem Körper gefunden. Kleine Kapseln, die Drogen beinhalten könnten. Welche, kann man noch nicht sagen. Heroin, Kokain oder jedes andere Rauschgift. Auf dem Bild sehen wir nur, dass sich körperfremde Elemente in seinem Organismus befinden. Setzen Sie sich. Kooperiert er? Ich habe nichts geschluckt. Okay. Da er fremde Objekte in seinem Körper hatte, wurde er verhaftet. Umdrehen. Es wird ein rechtliches Verfahren eingeleitet und dann übernimmt die Staatsanwaltschaft. Setzen Sie sich. Er muss in die nächstgelegene medizinische Versorgungsstation. Dort wird ihn der Radiologe in ein Krankenhaus einweisen und er wird beobachtet, bis er auf natürlichem Weg jedes einzelne der Objekte ausscheidet. Wenn die Kapseln ausgeschieden wurden, können die Fahnder Art und Menge der Substanz feststellen. Davon ist auch das Strafmaß abhängig. In Fällen wie diesem kann die Haftstrafe zwischen 8 und 12 Jahren betragen. Mal ins Ausland? Nein. Jährlich kommen etwa 100.000 Minderjährige mit ihren Eltern zum Eldorado International Airport. Wenn jedoch nur ein Elternteil mitreist, schreibt das Gesetz bestimmte Zusatzbedingungen vor. Eine Frau, die mit ihrer Tochter nach Madrid fliegen will, wird aufgehalten. Es gibt ein ernstes Problem mit ihren Reiseunterlagen. Kann ein Verwandter das Kind abholen? Nein. Kein anderer Begleiter? Diese Dokumente sind fehlerhaft. Mit diesen Unterlagen kann das Kind Kolumbien nicht verlassen. Bei jedem Minderjährigen, der Kolumbien verlassen soll, muss der mitreisende Elternteil eine Einwilligung zur Ausreise von dem nicht anwesenden Elternteil vorweisen. In diesem Fall mussten wir feststellen, dass der Fingerabdruck auf dem Schein nicht mit dem amtlich gespeicherten Fingerabdruck des Vaters übereinstimmte. Die Mutter muss mit einer Strafanzeige rechnen. Und das Mädchen wird an die Kinderschutzbehörde übergeben. Sind Sie aus Bogotá? Nein. Sie müssen zur Staatsanwaltschaft. Nein, bitte nicht. Ich besorge alle Unterlagen, die Sie brauchen. Nein, eines der Dokumente ist fehlerhaft. Es muss ein Verwandter kommen und sich um die Kleine kümmern. Ich habe hier niemanden. Dann muss ich sie dem Jugendamt übergeben. Nein, bitte nicht. Sie ist noch nie bei jemandem außer mir geblieben. Bitte helfen Sie mir. Das geht nicht. Auch in emotionalen Situationen gilt es, einen kühlen Kopf zu bewahren. Die Polizisten sind verpflichtet, die Fakten zu klären und zu verhindern, dass Minderjährige illegal aus dem Land gebracht werden.
Die Beamten der Drogenfahndung begleiten einen neuen Verdächtigen in den Bodyscan-Raum. Dieser Mann hat den nächsten Flug nach Madrid gebucht. Ihren Ausweis bitte. Natürlich. Wohin? Madrid. Unterschreiben Sie bitte. Hier ist Ihr Ausweis. Im Zuge dieser polizeilichen Untersuchung werden Sie durch diesen Bodyscanner geführt, um sicherzustellen, dass Sie keine Fremdkörper in oder an Ihrem Körper mit sich führen. Unterschrift und Ausweisnummer, bitte. Bei der Befragung stellten wir fest, dass das Reiseziel dieses Passagiers einen Risikofaktor darstellte. Es war ein Direktflug nach Europa und es bestand die Möglichkeit, dass er Drogen mit sich führte. Also setzten wir den Bodyscanner ein. Stellen Sie sich bitte so hin. Hände hinter den Kopf und Blick nach vorn. Spanien und Mexiko gelten als Risikoziele mit hohem Drogenumsatz. 80% aller wegen Drogenhandel verhafteten Personen hatten eines dieser Länder zum Ziel. Die Röntgenbilder zeigen, dass der Passagier keine Drogen in seinem Körper trägt. Ihre Schuhe bitte. Natürlich. Wir werden noch einmal Ihren Koffer inspizieren. Den Koffer bitte hier auf den Tisch. Durchschnittlich findet das Team der Drogenfahndung im Monat zwischen 15 und 20 Koffer, die Drogen enthalten. Hierhin bitte. Wir bemerken bei der Inspektion, dass der Koffer im Vergleich zu normalem Gepäck ungewöhnlich streng roch. Ich werde einen kleinen Einschnitt machen. Er roch nach Kokain. Die Beamten der Passkontrolle halten eine junge Frau fest, die versucht hat, ihre kleine Tochter mit offenbar gefälschten Dokumenten nach Europa mitzunehmen. Wir warten auf eine Kopie der Fingerabdrücke des Vaters, damit wir ausschließen können, dass das der falsche Finger war. Manchmal benutzen sie einfach den linken Finger. Hier haben wir aber den rechten. Dann stimmen sie natürlich nicht überein. Nicht, dass es doch dieselbe Person ist. Nun müssen ein Dokumentenprüfer und ein Fingerabdruckexperte feststellen, ob es sich bei dem Dokument um eine Fälschung handelt oder nicht. In diesem Fall überprüfen wir zwei Aspekte der Unterlagen. Der Dokumentenprüfer verifiziert die Echtheit des Dokuments und der Fingerabdruckexperte klärt, ob der Fingerabdruck auf der Einwilligungsbescheinigung auch dem amtlich gespeicherten Fingerabdruck des Vaters im Geburtsregister entspricht. Die Sachverständigen kommen zu dem Schluss, dass die Unterlagen gefälscht sind. Wie sich herausstellte, war das Dokument von einem Notariat legal ausgestellt, aber der Fingerabdruck gehörte nicht dem Vater. Nach dem Urteil der Sachverständigen muss ein rechtliches Verfahren eingeleitet werden und die Mutter wird an die kolumbianische Nationalpolizei übergeben. Ist das der Bericht? Ja. Die Abdrücke des Vaters. Und hier die Kopien von Ausweis und Reisepässen. Wir übergeben Ihnen die Mutter und das Kind. In einem Monat decken wir durchschnittlich 17 Fälle auf, bei denen Menschen mit gefälschten Dokumenten Kolumbien verlassen wollen. Die Drogenfahndungseinheit richtet ihre Aufmerksamkeit auf den nächsten Flug. Reiseziel? Die Dominikanische Republik. Ein paar Reisende werden zu einer genaueren Untersuchung in den Bodyscan-Raum gebeten. Ist das der Koffer, den Sie eingecheckt haben? Nein? Nein. Aber das ist Ihr Ticket? Ja. Lesen Sie die Nummer vor. 21. 21. 95, 93. Ist das die Nummer? Ja. Gut, und das ist Ihr Name, richtig? Ja.
Dann ist das der Koffer, den Sie eingecheckt haben. Aber das ist nicht meiner. Aber Sie haben ihn eingecheckt. Nein. Wem gehört er dann? Keine Ahnung. Aber er läuft auf Sie. Wir werden ihn inspizieren. Sie erlauben? Das sind Männerklamotten. Er läuft aber auf Ihren Namen. Es ist aber nicht meiner. Der Koffer läuft auf Sie. Die Beamten finden verdächtig aussehende Schachteln. Sind da noch mehr? Ja, denk schon. Kommen Sie bitte her. Wir führen nun einen Drogentest durch, um den Inhalt Ihres Koffers zu ermitteln. Aber das ist nicht mein Koffer. Er läuft auf Ihren Namen. Das bedeutet, Sie haben ihn aufgegeben. Das ist aber mein einziges Gepäck. Aber der Gepäckschein ist im Pass. Sie haben das eingecheckt. Nein, ich habe nichts eingecheckt. Nein? Was glauben Sie, was das hier ist? Eine Frau hat mir das gegeben. Fertig. Es zeigt, dass das Gepäck zu Ihnen gehört. Hier steht Ihr Name und es ist auf Ihrem Ticket. Wir werden nun einen Drogentest durchführen. Positiv. Kokain. Könnten Sie für einen Moment in den Food-Bereich sehen? Es gibt dort offensichtlich ein Problem mit ein paar Minderjährigen. Sehen Sie sie? Ja, ich habe sie auf dem Bildschirm. Der Eldorado Airport ist einer der sichersten Flughäfen Lateinamerikas. Es kommen Top-Systeme wie Wärmebildkameras und Radaranlagen zum Einsatz, mit denen wir die Geländegrenzen überwachen. Das ist die erste Schutzinstanz. Ich habe eine verdächtige Person. Er steht gerade unter den Bildschirmen. Er hat eine Art Rucksack vor den Sendern an Tür 4. Vielleicht ist er sogar der sicherste. Denn 700 hochmoderne Kameras überwachen die beiden Terminals rund um die Uhr. Einbrecher zwischen Grenze 5 und 6. Ich schicke die Polizei. Und außerdem trägt natürlich das Mitwirken der Behörden zu dem hohen Sicherheitsstandard bei. In nur 4 Monaten wurden dank des Überwachungssystems über 100 Straftaten aufgedeckt. Im Bodyscan-Raum vermutet ein Drogenfahnder Rauschgift im Handgepäck eines Passagiers. Wir werden einen Schnitt in den Koffer machen. Wenn Sie nichts dabei haben, gibt es auch kein Problem und wir zahlen den Koffer. Man merkt sofort, ob jemand Drogen dabei hat. Sie suchen nach Entschuldigungen, damit wir das Gepäck nicht genauer durchsuchen. Na bitte. Wir machen einen Drogentest. Wir entnehmen etwas von der weißen Substanz und machen einen Test. Positiv. Hellblau heißt, es testet positiv auf ein Alkaloid, in diesem Fall Kokain. Die Arme zum Rücken. Sie haben das Recht zu schweigen. Alles, was Sie sagen, kann gegen Sie verwendet werden. Sie haben das Recht auf einen Anwalt. Obwohl der Passagier bereits verhaftet ist, müssen die Beamten die Inspektion zu Ende führen. Zu ihrer Überraschung hat der Koffer mehr als nur ein Geheimfach. Der Passagier wird wegen Besitzes und Handel von Drogen verhaftet.
Für diese Straftat sieht das Gesetz eine Haftstrafe von 8 bis 12 Jahren vor. Positiv. Kokain. Wir bringen Sie jetzt zur nächsten Polizeistation. Dort wird das Verfahren eingeleitet. Danach bringen wir Sie zur Staatsanwaltschaft. Besprechen Sie mit Ihrem Anwalt, ob Sie vor Gericht auch dazu stehen wollen, dass die Tasche nicht Ihnen gehört. Das klären Sie mit ihm und der Staatsanwaltschaft, nicht mit uns. In Ordnung? Haben Sie Wertsachen bei sich? Mehrere Telefone? Ja, und teuren Schmuck. Hände nach hinten. Setzen Sie sich. Wie alt sind Sie? 24. 24. Sie hatte Schachteln mit Kokain in der Tasche. Kommen Sie mit. Es wurden 15 Kilo Kokain in dem Koffer gefunden. Für diese Menge könnte sie zu 10 bis 30 Jahren Haft verurteilt werden. Der Passagier nach Madrid versuchte über 2 Kilo Kokain zwischen den Wänden seines Handgepäcks zu schmuggeln. Die meisten Kuriere wissen Bescheid. Sie wissen genau, was sie mit sich führen, dass sie eine Straftat begehen. Es ist ein simples Katz-und-Maus-Spiel. Und wenn wir die Drogen dann finden, spielen sie uns etwas vor und werden defensiv. Dürfen wir? Ja, aber es ist nicht meiner. Welcher Koffer? Sie haben nach diesem gefragt. Sie sagen dann, das ist nicht mein Koffer. Sie weinen, sie schreien und manchmal fallen sie sogar in Ohnmacht. Sanitäter! Aber am Ende kommt doch immer alles heraus. Am häufigsten werden die Drogen im Körper geschmuggelt. Der Passagier auf dem Flug nach Mexiko versuchte fast 1 Kilo Kokain in Form von Kapseln zu schmuggeln. Am zweithäufigsten im Gepäck. Oft verstecken sie es unter einem doppelten Boden oder sie tränken ihre Kleidung in der Substanz. Wir haben 236 Kilogramm sichergestellt. Ich spreche hier nur von Kokain und ausschließlich vom Eldorado Airport. Der Kampf gegen Drogen ist noch nicht vorbei, aber wir haben ein paar kleine Schlachten gewonnen.